Hallo, meine Lieben. Bin mal wieder mit meinem Wägelchen unterwegs. Schon mal Holz holen. Weil ich brauche ja noch ungefähr so 1 Million Bretter für diese Wanden und für... habe ich jetzt vergessen? Ach ja, für die Beete. Und da haben wir gedacht, ich hole schon mal ein paar Mäumchen. Und denn... Oh! Ziege oder Schaf? Ziege oder Schaf? Mach mal. Schaf wäre ja jetzt toll, ne? Nächste Ziege. Na gut. Mit der Ziege können wir nichts anfangen. Also können wir schon was anfangen, ne? Aber Ziegen möchte ich eigentlich sinnloserweise nicht töten, weil die sind irgendwie hübsch. Wo ist sie denn? So? Jedenfalls ist er noch da. Ziege? Nee. Hä? Ist doch eben noch eine Ziege. Warum sind meine Taschen eigentlich leer? Ich überlege gerade. Da. Na gut. Ob ich nochmal Stöcke mitnehme. Weil ich wollte ja die Piekser nebenbei auch mal wieder fertig machen. Kann ich jetzt hier von dem, was hier liegt, auch schon mal irgendwie ein paar Stöcke mitnehmen? Geht nicht mehr. Na gut. Den habe ich aus Versehen aufgenommen. Ah. Ach komm, jetzt schmeiße ich doch mal was weg. Ausnahmsweise. Ich habe auch schon so viel Rindenmulch, also so viele Teppiche kann ich gar nicht nehmen, wie ich da schon hab. Nein. Den auch noch? Kriegen wir den auch noch mit? Irgendwie nicht. Na gut, egal. Ja, Ziege. Alles gut. Oh, es ist schon dunkel, ne? Stimmt, ich habe noch gar nicht geschlafen. So, und ihre Segen wollte ich doch. Ups. Na, du überlegst noch, oder was? Worüber denkst du nach? Oh, Kupfer wieder. Ich bringe immer total viel Kupfer und Nägeln so mit. Das finde ich echt praktisch. So, da würde ich mal sagen, machen wir hier schon mal ein paar... Jetzt habe ich natürlich die Taschen voll mit Stöcke, ne? Ich möchte jetzt die hier schon mal fertig machen. Was muss da noch hin? Seil und... Ach, auch Holzscheit. Na gut. Aber man kann ja mal immer zwischendurch mal hier ein bisschen was schon mal fertig machen. Cool, ich könnte hier mal... Stöcke alle? Nee. Ein paar Seile und Holzscheit können wir ja mal eben kurz machen, ne? So, dann machen wir schon mal hier Bretter mit. Irgendwas war da eben schon wieder aus dem Augenwinkel. So ein Vogel, okay. Ich mache das ein bisschen nervös, dass ich ja diesen Bären gehört habe. Also scheinbar gibt es hier auch Bären. Mal Seile haben wir doch bestimmt noch, ne? Seile, 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 da. So, eins. Eins ist nicht viel. Denn haben wir so mal ein paar. Kriege ich die überhaupt mit? Ja. Aber ich kann Kupfer hier mal reinpacken. Kupfer vielleicht weg. Und drei Holzscheite mal. Irgendwie ein, zwei Holzscheite brauche ich glaube ich noch. Ich weiß nicht, wie viel ich da noch brauche. Das war hier schon mal ein paar wenigstens fertig, weil die meisten sind die ja so doof und rennen dann genau in diese Piekser rein, ne? Auch wenn rundum alles frei ist. Rennen sie ja dann manchmal doch in den Piekser rein. Oh. Da ging es aber überraschend einfach. Komm, dann machen wir hier auch gleich wieder welche hin. Dass wir schon mal ein bisschen hier... ein bisschen das Gefühl haben, wir sind geschützt. So. Ich glaube, das ist sogar noch wichtiger. Die Piekser sind noch wichtiger, als jetzt unbedingt die Zäune fertig zu machen. Ich meine, die Zäune will ich natürlich auch fertig machen. Aber ich glaube, die Piekser sind besser. Dass sie dann erstmal da hängen bleiben und gar nicht erst bis zum Zaun kommen. Kann ich eine Zone machen? Ach komm, wo wir dabei sind.
sieht auch komisch aus, ne? So. Kann ich mal so gehen. Ich glaube, so direkt aneinander muss man die gar nicht machen. Gott sei Dank sind die Wämps ja ein bisschen doof. Dann komme ich ja nicht mehr durch, ne? Ich weiß gar nicht, also mit dem Wagen werde ich ja wahrscheinlich eh nie reinkommen. Ach so, reicht es erstmal, ich habe keinen Bock mehr. Und außerdem wollte ich ja meine, jetzt, oh, jetzt regnet es gerade, jetzt sollte ich mal sehen, dass ich meine Wannen fertig kriege. Wo das gerade regnet, ne? Dass wir die hier schon mal fertig kriegen. So. Noch mehr Bretter. Ich brauche noch mehr Bretter. Immer brauche ich mal Bretter. Ach, Ziege. Schade, dass du eine Ziege bist und kein Schaf. Schaf wäre jetzt gut. Licht anmachen hier. So. So. Kann es gleich voll regnen. Soll ich noch Bretter über? Oder? Ja. Gut, dann sollten wir hier auch schon mal irgendwie, was haben wir denn hier? Hier können wir ja schon mal eine Melone vielleicht reinpflanzen. Und da könnten wir mal eine Gurke reinpflanzen. So. Irgendwann wird das hier auch ein bisschen ordentlich gemacht, aber jetzt ist das noch alles so ein bisschen, ne? Obwohl, hier kann ich ja auch erstmal noch was anpflanzen, ne? Was, das Gurken und sowas habe ich ja viel. Machen wir jetzt hier nur Gurken. Da habe ich, glaube ich, ganz viel satt von. Davon habe ich auch viel. Kann das hier auch schon mal so noch wachsen, solange es noch nicht friert? Huch, hab ich nicht reingekriegt? Nicht getroffen oder was? So. Ich weiß nicht, von der Melone, wie viel habe ich davon? Muss ich mal gucken. Weil die brauchen wir ja auch für die... Die liegen da immer noch, die Kürbisse. Ha. Die brauchen wir ja... Nee, nicht da. 14, na gut, dann können wir da auch noch ein paar von machen. Nein, nicht alle. Ach, auch nicht alle wieder zurück. Mensch. So. Gurken haben wir viele. Mais habe ich nicht so viel. Da würde ich jetzt nicht so mit rumasen. Die würde ich lieber ins Gewächshaus bauen. Packen. So, dann können wir hier nochmal eine Melone hinmachen. Und da vielleicht noch eine Melone. Dann Melone, Melone. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen Mais haben wir ja noch. So. Und da vielleicht nochmal Gürkchen. So, solange es noch nicht friert, können wir das ja noch machen. Wir haben jetzt 13 Grad. Es wird merklich kühler, ne? Das heißt, ich würde die dann auch schon mal in Sicherheit bringen, hier meine Zwiebeln. Das heißt, ich müsste jetzt nochmal eben ein paar Beete fertig machen. Komm mal her, hier. Dringendst. Irgendwo hatte ich hier noch Nägel, ne? Da sind keine mehr drin. Hier sind noch Nägel. Und dann machen wir hier nicht auch noch. Machen wir noch mal ein paar Nägel. So. Ach Quatsch, noch nicht da. Was mache ich denn hier? Da, machen wir Nägel. Ding. So, die Seile könnte ich ja mal kurz daran knallen draußen. Machen wir mal hier ran. Das ist ja auch schon mal weg. Ach so, mal eine 1 drücke daran. Ah, da brauchen wir noch Holzscheitenstöcke, aber das ist ja nicht so das Problem. Die Dinger sind ja schnell gebaut. Dann mache ich mal alles an Seilen hier weg. Ich kann ganz schlecht sehen, wo der nächste anfängt. Habe ich jetzt noch? 7 Seile. Na gut, pass auf, dann machen wir da nochmal 7 ran. Dann gehen wir auch mal gleich schlafen, ne? Er ist ja schon ziemlich kaputt hier. So. Und dann... 7 Stück haben wir noch. 7 Seile können wir noch fertig machen. 1, 2, 3, 4. So, da kommt er ja auch nicht durch, oder? Oder machen wir so einen hin? 5. Man braucht gar nicht so viele. 6.
7. Ne, da habe ich schon. Hä? Vielleicht kann man ja auch, vielleicht ist auch einfach, wenn man hier lang geht, ne? Ja, sind sie halt alle weg. Okay, dann wir gehen mal schlafen. Und ich sollte mir mal eben kurz... Ach komm, jetzt, ich will mal meine Wanne da nicht leer machen. Ach ja, halt, da fällt mir was ein. Das geht schon wieder hin und her und hin und her. Wir haben noch Aluminium, ne? Uns aus der Mine geholt. 1, 2, 3. Ne, brauchen wir da Barren. Ach, ne, muss man Barren, ne? Muss ich noch schmelzen. Mache ich gleich alle? Komm, ich mache gleich alle. Dann mache ich mir... Ich weiß nicht, ja gut, wir können ja wieder Neues holen. Ich mache mir jetzt das mal. Hier ist nichts drin. Ah, ne, ich will die Kohle jetzt nicht verschwenden. Ich komm... Ach, echt wegen meinen Stein jetzt. Nur für diese drei. Ich komme jetzt momentan nicht zum Schmieden, weil ich jetzt gerade mit anderen Sachen beschäftigt bin. Dann machen wir jetzt die Schmiede nur einmal voll mit einer Rutsche und machen da irgendwie einen Stock oder ein Anzündholz oder irgendwie sowas rein. Das hat ja letztes Mal auch gereicht. So. Und die Kohle mache ich dann, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt wieder ein bisschen mehr schmieden. So, dann können wir gleich noch eine Wasserflasche uns machen. Aber es wird auch Zeit, dass wir den Herd haben, ne? Den sollte ich vielleicht als nächstes machen. Weil, ist ja noch was drin eigentlich? Trinken. Das ist leer. Weil ich dann auch da irgendwie Wasser abkochen kann, ne? Brauche ich nicht mal das Feuer anmachen. Obwohl, Herd braucht ja auch was zum Feuern. So, eigentlich wollte ich die Blumen gießen. Komm, das mal. Ach, Entschuldigung, ich bin schon wieder irgendwie total... bescheuert durch den Wind, ne? So, da können wir ja auch dreckiges Wasser reinmachen, ne? Ich glaube, das geht genauso. Ja. Das heißt, wir brauchen jetzt... Warum geht denn der immer da rum? Dass man hier mal klicken muss, ne? Also mit 4 Flaschen kriege ich jetzt... Mit 2 Flaschen kriege ich 4 Beete voll. So, und da ist auch schon wieder Wasser rein. Oh, ich brauche irgendwann das Wasserhaus. Das wird echt anstrengend mit dem Wasser. Vor allem im Winter brauche ich das Wasserhaus. Ich wollte doch nicht mehr nachts hier rumrennen. Ich glaube, ich gehe doch lieber ins Bett und mache das morgen früh. Und wieder ein Kupfer. Also ich brauche eigentlich gar keinen Extraktor für Kupfer, weil irgendwie bringen die mir dauernd Kupfer mit oder auch gleich irgendwie Schrauben und Nägel. Aber ich glaube, das halbe Gewächshaus ist von den Vampis gesponsert. So. Aber wo ich jetzt gerade hier bin und den Waffenständer hier habe, das ist ja voll. Da sind ja sogar noch welche drauf. Na gut. Okay. Gut. Ach, ist das schön. Noch können wir ja immer hier Wasser holen. Aber bald ist das vorbei. Und den noch. Aber für mich gleich auch mal. Ich könnte jetzt mal frühstücken eben. Erstmal mal hier die Gurken weg. Und die Zwiebeln. Ah, siehst du, habe ich nicht gesagt, ich muss eine Ration machen? Hatte ich das nicht letzte Folge gesagt? Oh, bitte, 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 jetzt nicht die Eier gammelig. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Was war das? Die Zwiebeln, ne? Oh, 20 Minuten. Nee, pass auf. Dingens weg. Wir müssen eine Ration machen. Hilft nichts, Waschbär. Tut mir leid. Nein, nicht so. So. So, du gehst mal da rauf, aber ich werde jetzt mal hier. Ich glaube, der hatte nur 5 oder so, ne? Aber ich nehme erstmal dies hier runter. Das. Mach mal eben kurz unser Trockengestell frei. Und packen das hier schon mal rein. Oder auch nicht. Passt nicht mehr. Das ist aber echt doof. Okay, ich brauche hier nochmal irgendwie... Irgendwie brauche ich mehr Platz.
Dam, 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 dam. So, dann ist doch hier bestimmt auch noch. Ja. Da ist auch noch. Nehmen wir einmal alles mit. Das wieder hin. Und die nehmen wir mal alle mit. Nee, nee. Ach. Wo ist denn die Maiskiste? Mais da rein. Da ist auch noch Zeus drin. Das ist hier ein Chaos in meiner Lagerhaltung. So, krieg ich nichts mehr mit. Gurke da rein. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen Sprit machen, ne? Dann packen wir eben mal die Zwiebel. Passt die da rein? Ja. Gott, das ist ja voll. Alles vergammelt. Alles verjammelt. Ich brauche hier eine Werkbank. Auch hier auch eine Werkbank. Kann ich irgendwas weglegen? Nee. Doch. Pass auf, wie kommt jetzt erstmal das da kurz da rein. Ich weiß, dass da hat da nichts drin zu suchen, aber ich muss mal mich irgendwie bewegen können. So. Na komm. Ist die Saat so schwer? Ah, jetzt. So. Kommt immer von Hundertste, das ist Tausendste. Echt, immer von einem ins andere. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zack. Achso, 13, 14, 15. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh gut, das passt ja genau. Das finde ich ja praktisch. So, das da rein. Denn, nochmal, ich habe noch irgendwie 10 Minuten Zeit, bevor jetzt irgendwie das vergammelt. So, da haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Irr, wir haben gar keine Melonen mehr, ne? Bin ich schon fertig? Ja, Gott sei Dank. So, da müssen wir wieder alt nehmen. Was wieder nicht geht. So. Dann ist das auch erledigt. Gut, machen wir hier die Luft aus. Eigentlich mag ich das nicht immer, wenn man die Taschenlampe anhat. So, dann haben wir jetzt, brauche ich zwei Lebern. Eine Leber. Und da kann die rein. Das Fleisch. Zwei Fleisch brauchen wir denn. Wir kriegen ja gleich nochmal auch Fleisch von dem Reh oder was auch immer, wenn wir da gleich nochmal killen. Oder wir holen uns doch die Ziege, ne? Dann hätte ich noch das Reh und den Bären da als Reserve. Ich meine, wo die Ziege da schon so mal rumquakt. Wollte ich ja eigentlich nicht. Aber eigentlich, uneigentlich. Und die ist ja so zickig, ne? Die greift mich ja an, ne? Wo ist er denn jetzt? Ziege? Ich glaube, die hat das gehört. Ah. Ich fühle mich eigentlich wohler, wenn ich da mal so einen Bär und so ein Reh auf Reserve habe. Aber die Ziege hat das, glaube ich, eben gehört, was ich gesagt habe. Guck mal, ob ich sie so sehe. Ne. Die hat mich wohl mitgehört. Oder die ist da oben hoch. Kommt ja wahrscheinlich von hier, von diesem Biom, ne? Hat sich Luft aufgelöst, die Ziege. War der nicht. Ist hier eingebuddelt. Sind noch irgendwie Pfeile hier? Was? Wo? Wo ist der?
Wohnt der hier hinterm Hügel? Ja, schieß doch! Wiegst doch! Scheiße. Manu! Ich wusste, dass hier ein Bär ist. Okay, muss am Wagen. Da. Na gut. Dann eben keine Ziege, dann eben Bär. Hier ist ein Kürbis rum. Was tut man nicht aus für eine Leber? Meine Nerven, ey. So. Ja. Denn so war das, ne? Uff, uff, uff. Ich glaube, der Schlachttisch bleibt doch hier. Ich glaube, der steht da ganz gut. So. Dann kann ich wieder 2 Rationen machen. Viel gut. Was habe ich jetzt hier in der Tasche? Warum kann ich das da nicht reinpacken? Achso, wegen... Ach nee, Quatsch. Nicht den. Die wollte ich da rein tun. Richtig jetzt? Ja. Oh, ist ja ohne Leder. Haben können wir uns auch mal ein Sofa oder sowas bauen, ne? Vielleicht kommt nicht alles in der Tasche. Das ist ja cool. So, hier passt, glaube ich, nichts mehr rauf. Ist voll, oder? Nee, doch nicht. Ach, sollst du es dann doch nicht runternehmen, sonst es drauf hängt. Dann haben wir ja ein bisschen was, ne? Und ich finde das auch gut, dass wir solche Biosprit haben. Also, dass sie so viel Fleisch geben, dass wir uns das auch mal leisten können, was vergammeln zu lassen, ne? Aber ich werde wahrscheinlich noch ein paar Fleischkisten bauen müssen. Aber mit unseren ganzen Extraktoren brauchen wir natürlich auch jetzt wirklich viel Zeugs. 2 muss ich behalten, ne? Ich glaube, 1 Fleisch braucht man dafür. 1 Fleisch. So, die Zwiebeln. Das waren, die haben nur noch 11 Minuten mit. Aber zack, ich hier. 2 Zwiebeln. 2 Kartoffeln. Ich brauche 4 Eier. Oh gut, gut, dass ich nur so viele Eier habe. Eier. Und dann gehe ich mal kurz Hände waschen. Wenn ich hier bin, kann ich auch mal gleich meine Wasserflaschen wieder voll machen zum Gießen. Noch leer, ne? Ach ne, habe ich. Habe ich noch nicht gemacht. Wollte ich machen. Habe ich schwer vergessen. So, dann brauchen wir noch 6 Pilze. Die waren hier, glaube ich, drin, ne? Ja. Ach, na. Ach nee, müssen wir ja den machen. So, 6 Pilze brauchen wir. Und dann nur noch 2 Melonen, glaube ich, ne? Kann das sein? Nehmen wir die Axt weg. Ernten. Ernten. Setzen wir hier gleich mal wieder rein. Na, noch ist ja... Noch wächst es ja alles. So, das sollte jetzt eigentlich passen. Also, das war das, 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 und hier brauchen wir die Hälfte. Ja, ich hab's echt mehr gemerkt. Ich bin so stolz. Das, das und das. Und wieder 2 Rationen. Yay! Yippie! Gut. Wie lange wohl der Kürbis da liegen bleibt? Sollte vielleicht noch ein paar Lampen bauen. Dann würde ich jetzt aber jetzt hier, wo die jetzt... Na. Gleich mal neue Zwiebeln ernten. Ne, geh schon mal. Und dann gleich wieder rein da. Kartoffeln könnt ihr eigentlich auch ernten, ne? Ah, sie geht weg. Naja, wir haben ja welche im Gewächshaus und die können nicht kaputt gehen im Gewächshaus, also sind wir da ja auf der recht sicheren Seite. So, ihr wolltet noch, ne? Ihr wolltet Wasser haben? Oh, da fällt mir was ein. Schmiede habe ich auch schon wieder vergessen. Ich wollte mir doch noch eine Wasserflasche machen. Nee, ist ja schon fertig. So, da können wir sogar 2 Wasserflaschen machen.
Nee, da einen sollst du die tun. Da kann ich mir sogar zwei Wasserflaschen machen. Dann können wir mit einmal viel mehr gießen. Oh, eins, zwei, drei. Eine Flasche. Eins, zwei, drei. Eine Flasche. Und jetzt gucke ich mal, habe ich jetzt alles gegossen hier? Nee, das habe ich noch nicht gegossen, ne? Habe ich noch Wasser drin? Ja, das. Also mit vier Flaschen könnte ich jetzt 8 Beete gießen. Und es sind 18, 19, 20, 21, 22 Beete. Um alle zu gießen, brauche ich dann ja, ungefähr 6 Flaschen, ne? Na ja, gut, man kann ja auch zweimal laufen. Das ist ja auch nicht. So. 1, 2, das und das. Ach, ist das toll. Dann packe ich mir die nämlich auch gleich wieder hin, obwohl das so ganz schön war, dass wenn ich nur 2 Flaschen in der Tasche hatte, dann kriegte man ja genau 30 von den Verdorbenen runter, ne? Das war ja auch ganz praktisch. So zum Sprit machen, obwohl ich könnte mir jetzt auch mal was abkochen, weil die sind doch jetzt alle gegossen, ne? Oder? Brauchen die jetzt auch noch Wasser? Die brauchen auch noch Wasser. So, die zweimal gießen, bis sie reif sind. Offensichtlich, ne? Oh, ich will ein Wasserhaus. Brauchen aber echt viel Wasser, ne? Wie war denn das jetzt die? So, das ist jetzt Wasser, das ist Wasser, das hat Wasser, das hat Wasser. So, jetzt habe ich die zweimal gegossen, alle. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die dann reif werden, wenn sie zweimal gegossen werden. Wenn man weiß, wie oft man die gießen muss. So, zu. Die Beete müssen wir auch noch fertig machen. Dann mache ich nochmal einmal das Wasser voll und koche mir Wasser ab. Okay. Jo. Gott sei Dank kann man da ja auch irgendwie dreckiges Wasser nehmen. Das scheint ja den nicht zu stören. Und dann würde ich sagen, einmal Wasser abkochen und die Rest packe ich mir dann irgendwo hin. Na, wäre jetzt erst praktisch, wenn wir mehrere Feuer hätten. Aber wir haben ja irgendwie den Herd. Den Herd können wir auch dann irgendwann schon mal in Gang bringen. Ach komm, so egal. So. Einmal. Den Herd würde ich auch in der Küche natürlich stellen. Und dann kann man da Töpfe bauen und darauf. Ich glaube, da passt sogar mehr Wasser rein. Ich bin mir nicht mehr sicher. Steht das nicht hier irgendwo? Erst trinken, Gegenstand. Nee, sonstiges vielleicht? Da. Topf. 3 Eisenbahnen. Wird an der Werkbank hergestellt, wird zum Kochen anspruchsvoller Gericht auf dem Herd verwendet. Ja. Aber da kann man auch Wasser drin kochen. Ich weiß nicht, wie viel da reinpasst. Steht hier leider nicht. Und eine Pfanne, da kann man irgendwie was drin brutzeln. Da kann man so ein Eier in eine Pfanne hauen oder so. Und die hier, die Dosen werden auch an der Werk... Ach, Aluminiumhammeren haben wir ja auch noch. Können wir auch Dosen machen, ne? Das ist so toll. So, dann haben wir ja mal sauberes Wasser und hier schmutzige Wasser. Geht ja relativ fix. Aber wird alles. Wir können ja auch mal eben. Ich bringe mal den Zeus eben zwischendurch weg. Kartoffeln habe ich auch schon, eine Kiste. Kartoffeln. So, und da nehme ich die Kartoffeln jetzt mal raus. Und das ist ja auch noch drin. Das und das. Ne, genau. Und da wollte ich mich jetzt hier... Ah, jetzt geht mein Monitor wieder. Spinnt ja wieder. Auf damit. Was ist das für ein Quatsch drin hier? Dann können wir das mal weg. Das weg, das weg. Das weg. So, und da kommen jetzt... Rationen, Zwiebeln. Rationen. Kram. So. Da kommen nämlich auch die Zwiebeln an, da war eh so wenig vorhin. Ah, Mann. Was steckst du da immer an der Tür? Oh, ich bin auch noch ein bisschen unfit, ne? Also, ich habe nur 51 Gesundheit. Und der bringt da nicht mal was mit. So. Eine Ration habe ich, die behalte ich in meiner Tasche. Dann kommen die Kartoffeln, kommen jetzt da unten hin. So. Also, und dann haben wir hier noch. Dann machen wir einmal alles mit. Gucken wieder rein. Ah, da haben wir auch noch.
Und da ist auch noch eine. Mein Gott. Sonst haben wir keine mehr, ne? Nee. Jetzt noch irgendein Sheet in der Tasche? Nee. Ja. Das Wasser ist so schwer, oder was? Ach nee, ich habe ja dieses Zeug. Komm, jetzt gehen wir jetzt mal rüber und bringen den ganzen Kram weg. Achso, was trinken könnte ich mal, ne? Eins hatte ich doch schon sauber, ne? Ja, trinken. Komm, du bist auch wieder ein bisschen fitter. Na. Du schaffst das. Geduld ist ja normal nicht meine Stärke. Hier will ich auch noch umbauen. Und den müssen wir noch bauen. Und den Herd müssen wir noch bauen. Und hier noch ein bisschen umstellen. Und so, habe ich schon wieder 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 1, 2, 3 noch. Und dann habe ich mir überlegt, dann werde ich jetzt mal die übrigen, damit ich mich nicht immer ärgern muss. Warte mal. Nee. Die Taste. Das. Dann packe ich die da jetzt rein. Immer so die ich so überhaupt. So, dann machen wir einen mit für unseren Mehl. Na. Einen mit, habe ich gesagt. Für unseren Leben. Heini hier. Ich weiß gar nicht, ob der noch läuft. Ah, so. Das da rein. Jetzt hat er alle reingemacht. Da braucht er doch gar nicht alle, ne? Na, egal. So. Ah, mein Feuer brennt ja noch. So, denn hier nochmal Wasser abkochen. Und was essen muss ich noch und dann werde ich schlafen und dann geht's weiter. So, ich koche das jetzt ab. Und für heute machen wir jetzt Schluss. Ich mache jetzt noch hier das Essen, Dings alles fertig und dann esse ich noch ein bisschen was und dann gehe ich ins Bett und dann treffen wir uns frisch und fröhlich und völlig ausgeruht morgen früh wieder. Okay. Bis dahin. Tschüss.